Nein. Weiß ich nicht. Muss ich durchgezogen. Klingt. Sie haben es halt gemacht. War das so eine größere Kette, wo du angefangen hast da? Oder war das eher so unbekannt? So ein. Kaufland! Bisschen so ein. Nee, so ein bisschen größere Kette. Aber nicht so ganz groß. Vielleicht so 12 Läden. Okay, da ist dann. Ich glaube, bei größerer Kette ist sowas halt schwieriger möglich, dass sowas passiert vielleicht. Ja, ich weiß. Aber crazy Story. Ja, scheiße, Alter. Ist Noriax noch hier? Nee, ne? Sonst hätte ich keinen Job für dich. Doch, bist du da? Ja, was denn? Trimax könnte bei dir anfangen als Pfandflaschenautomat. Beim Kaufland? Ich habe Kaufland gebaut. Willst du da anfangen? Ein Getränkelager, wenn du magst? Oh, auf Probe unbezahlt hätte ich Bock drauf, auf Probe, du kannst 3 Tage kommen, ein paar ein bisschen rumschleppen. Auf Probe würde ich sagen. Nur auf Probe. 3x8 Stunden. Das dürftest du tun, ja? Das ist Content, das ist da kommen wirklich welche. Digga, ist das geil. Ja, ist schon krass. Man wurde als Jugendlicher ernst immer ausgenommen, ne? Immer. Ja, ja. Gibt es noch so Jugendliche, die arbeiten? Ich sehe im Rewe immer nur Erwachsene und alte Leute, Digga. Arbeiten Kinder heutzutage noch? Weiß ich gar nicht, Digga. Cool. Ich würde Zeitung, oder? Zeitung austragen. Ja, Zeitung austragen, aber Bro, Zeitung ist doch auch so mit E-Book und sowas viel weniger geworden. Da wurde ich auch so bodenlos abgezogen. Bei Zeitung austragen? Pro Zeitung, pro Broschüre, Werbung 0,04 Cent bekommen. Was? Hab aber auf so einem übertriebenen Dorf ausgetragen, wo teilweise ein Briefkasten so 350 Meter Schotterweg hatte, bis ich da war. Und dann habe ich so eine 4,5-Stunden-Schicht abgerissen im Winter bei Regen und Schnee und habe nach 4 Stunden irgendwie 13 Euro oder so verdient. Digga, das ist so gottlos unter Mindestlohn. Und dann haben sie mir immer zu viele Werbebroschüren geliefert. Und man musste welche wegschmeißen. Für mein Liefergebiet, dann musste ich welche wegschmeißen. Ja, ja. Die habe ich dann im Wald geladen. Das durfte man aber nicht. Gefunden, durfte ja, und dann wurde man angeschissen. Gefunden. Ja. Und dann habe ich eine Anzeige bekommen, musste 400 Euro Strafe zahlen und habe dann ein Dreivierteljahr umsonst gearbeitet. Alter. Du bist so dumm, Junge. Wie konntest du denn Millionär werden, wenn du so doof bist, hä? Vielleicht deswegen. Ja, maybe einfach dann, das Glück ist mit den Dummen so mäßig, ne? Und dann war mir das alles zu dumm und ich wollte Karriere machen als Basketballschiedsrichter. Was? Und da kriegst du pro Spiel, habe ich 11 Euro bekommen und alleine Spritgeld mit dem Auto hinfahren war teurer. Ja, scheiße. Bro, ey, du kannst so froh sein, dass du dein Unternehmen dich selber führst, oder? Und dann war noch letzter Versuch, bevor ich Streamer geworden bin, halt Pizzalieferant. Habe ich auch nur schwarz gearbeitet, irgendwie 5,40 Euro die Stunde. Wurde einmal geblitzt und dann war direkt wieder 2 Tage Lohn weg und sowas. Musste ich selber bezahlen. Ach, Digga, Trinkgeld musste ich in der Küche abgeben, vorbei. Komplett alle die Küche? Trinkgeld komplett. Also, und, hä? Ich war halt ein Fahrer, es waren 7 in der Küche und dann musste mein Trinkgeld halt immer durch 7 geteilt werden. Ja, aber Bro, warte mal, das checken die doch gar nicht. Du kannst doch sagen, hier, Digga, ich hätte immer noch einen Zwacken auf selber eingesteckt. Juckt doch nicht, Bro. Digga, scheiß doch auf die in der Küche. Über was redet ihr? Digga, scheiß auf die, Digga. Ey, in der Küche waren, es war aber die ganze Fußballmannschaft. Es war Hanky, Alex der Siebener, Dennis und noch jemand. Digga, wenn es Freunde sind, die scammt man 10-mal eher als so arme Leute. Ach, du Scheiße. Fuck. Digga, Bro, du bist einfach wie Peter Parker gewesen auf Jobsuche die ganze Zeit. Ja. Crazy, Mann. Alter. Bäckerei, schlimmste Minijob für Jugendliche, kein Flachs. Bäckerei stelle ich mir auch ehrlich Arsch vor. Boah, Digga. Revi, was hast du gemacht, bevor du YouTuber wurdest? Ausbildung, Immobilienkaufmann. Hm. Und dann das finde ich irgendwie cool. Ja. Du machst eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann, dann ist dir das zu langsam, wirst YouTuber, kaufst dir 20 Immobilien und chillst deine Eier. Oder? Digga, immer diese Darstellung von mir. Bro, so, ich bin ja nicht jetzt dummreich so. S-Blog? Nee, danke, Ruhr. Ich küsse dein Herz, da auch mal reinzappen. Ihr checkt, Digga, mir geht's nicht gut. Revi hat nur Immobilien in Deutschland. Ich würde Revi so einschätzen. Darf ich mir eine Einschätzung abgeben? Mhm. Du hast so ein Networth von über 5, 6 Millionen, aber momentan hast du so monatliche Ausgaben von irgendwie 80.000 mit deinen Studios, Büros, Agentur, Mitarbeiter und alles. Und du nimmst nur ein bisschen mehr ein. Also du hast gerade einen richtig stabilen Networth und einen krassen Umsatz, aber gerade bleibt nicht so viel übrig, ist meine Einschätzung. Nee, also actually schon, weil also die Einnahmen sind echt gut gerade, wirklich. Schade.
Ja. Digga, warum machst du so ein Auge? Er gönnt einfach nicht. Was soll das, Digga? Das war ja meine Hoffnung. Jeder hat doch Träume. dass ich broke bin, ist dein Traum? Nein, dass du übel rich bist und viel Umsatz machst. Max, also dein Network wird ja auch so mäßig sein. Ja, jetzt sagt er wieder gar nichts. Jetzt macht er wieder einen auf den, Digga. Oh, Spark ist gerade da. Ich muss hier mal raus aus der Gruppe. Ich glaube, von uns allen ist Roat der Ärmste. Leider. Hi. Ist ja nicht schlimm. Kann er noch werden. Ja. Komm mit zum Beispiel, Digga. Tamam, dem geht's gut. Oh, Spark ist da. Bis gleich. Ich bin Brokey. Aber Fulltime Brokey. Ernst, ne? Ja. Aber ich habe wenigstens eine Immobilie in der Türkei, Bro. Ja, ich glaube auch, Bro. For real, es gibt ja dieses Sprichwort, wo man sagt, lieber eine Immobilie in der Türkei als 200 in Deutschland. Ja. Es gibt ja dieses Sprichwort. Deshalb, Bro, no joke, ich glaube, dir geht's doch einfach gut. Ah, for real, Bro. Also, ich sag dir ehrlich, eine Immobilie in der Türkei ist ehrlich strong. So für Ferien und so ist es 10 von 10 Goals, Bro. Du bist auch Türke, Ward, oder? Mhm. Geil. Du auch? Nee. Denkst du? Also könnte man von mir glauben? Nee, ich glaub so halb Pole. Boah, Digga, das ist sehr close dran tatsächlich. Echt? Was dann? Es ist for real so, also meine Oma ist Polin. Echt jetzt? Halt so. Ja, ja, for real. Aber ich spreche nicht, also. Warum? So. Keine Ahnung, Digga. Das war früher ja Deutschland so und jetzt ist Polen. Aber sie hat auch polnische Vorfahren und so, also mäßig einen auf den, ja. Weiß man, wie viele Immobilien du hast, Bro? Nein, sag ich auch nicht. Ich will darauf nicht reduziert werden. Ich will immer noch der Mensch sein, weißt du? True. Ich finde das immer so, also no joke, ich finde das so funny-mäßig so, dieses Thema. Ich sag ehrlich, also es ist ja, es wäre mehr so Running Gag, ahnst du? Gar nicht. So wie wenn Leute so sagen, dass man mich hassen muss. Tut man ja auch nicht eigentlich, oder? Sei ehrlich, Bro. Nee. Dabei hab ich auch noch nie gecheckt, ich fand das nie lustig. Digga, es gibt halt immer so Leute, die das irgendwie funny finden, ne? Ja, ich check's nicht. Also, die Leute finden es lustig, dass du... Da bin ich wieder. Was geht, Max? Ja, hallo. Steht noch. Wo komme ich hier weg? Ist Fabo da bei euch? Nee. Ich dachte, der kommt. Ach so, ja, der kommt. Der ist auf dem Weg. Ach so. Okay. Mann, Digga. Ey, wie viele Leute spielen? Das ist ja der Wahnsinn. Weißt du, wie Rohat gerade aussieht? Ja. Der sieht aus wie ein waschechter Berliner. Wie Berliner? Naja, so ein Berliner. Nee, ich sehe aus wie ein Inder. Was? Ja? Hast du nicht mehr dein Techno-Outfit? Nee. Neues. Nochmal neu wieder. Hast du nicht gesehen? Geht hart. Rohat, wie machst du denn jeden Tag, also ich fühle ja deinen Arc so ein bisschen, so was du machst, finde ich cool, aber du machst jetzt jeden Tag so einen neuen Charakter. Mhm. Sind das so Charaktere, die schon immer so in deinem Kopf sind oder wie funktioniert das genau? Also wärst du diese Menschen gern wirklich oder sagt dir das... wie siehst du aus? Der Stimme oder was ist also... Holy shit. Ich war bei einem Musical in New York, bei Aladdin. So siehst du aus, als würdest du da mitspielen. Crazy, oder? Krass. Digga, einfach. Dürfte ich so ein Outfit auch rocken? Ja? Ich glaub schon, ja. Also ich sag dir, der Fit wird dir stehen. Nice. Frag mich immer, Bro, ich frag mich immer for real, also wenn jetzt zum Beispiel Trimax sowas anzieht, ne? Ja.
Weiß nicht, ob du dafür nicht canceled würdest, Bro. Ja, ne? Irgendwie ich glaub schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. So. Echt jetzt? So von wegen kulturelle Aneignung. Ich fand auch den ultra doll hier so Abu Gokus während der Food Challenge, diesen Einteiler, den er anhatte. Mhm. Dieses Gewand. Fand ich ultra chillig. Aber das ist ja ein Glaubensgewand. Das ist ein Glaubensgewand halt. Ne? Nee. Aber wären auch einige oder? Sauer. Ist nicht? Nee, glaube ich nicht. Weißt du warum? Abu Goku hat den genau denselben auch an ein Crimex geschickt und der hat den getragen und alle Leute haben das gefeiert, dass er das getragen hat. Okay, dann ist cool. Okay, dann ist cool. Glaub, es, also, das ist ja auch immer so, dass mäßig die Community selber, die, also zum Beispiel, ich habe letztens noch so einen TikTok gesehen von Leuten, von Leuten aus Mexiko, so mexikanischen, also Mexikanern halt, die so mäßig gesagt haben, yo, da war zuerst so, ja, das ist ein Stereotyp und wir wollen nicht, dass das so, dass wir so als Menschen so überzeichnet dargestellt werden. Und da war so eine Gruppe Mexikaner, die gesagt hat, nein, wir lieben das voll, dass mexikanische Kultur halt stattfindet. Ist doch nice so. Mhm. Ich glaube, es sind immer nur so ein paar, die sich daran mäßig aufhängen. Antje? Das ist Emily aus der 7B, Mann, die nichts damit zu tun hat. Ja, glaube auch. Immer, die fühlen sich dann so mäßig so angesprochen. Und müssen ich mag das auch, wenn Leute irgendwie so international auf Deutsche zu sprechen kommen und dann immer Lederhosen, Bier und Brezeln, was ja, so voll so Bayern ist. So. Und ich als Hamburger habe damit gar nichts zu tun, aber ich finde es irgendwie trotzdem gut. Weißt ja, ja. Haben die Leute wenigstens was? Ja, ja, man hat, ja, true. Also in Hamburg hat noch nie jemand eine Lederhose getragen, das hat wirklich gar nichts mit meiner Kultur zu tun, aber insgesamt finde ich das trotzdem gut irgendwie. Dann ist es so. Ja, voll, verstehe ich voll. Ich habe hier hinten sogar eine Shisha. Extra für den Look. Dann darfst du das. Alles gut. Du rauchst aber for real nicht, ne? Nein, ich hab aus Troll halt für den Look habe ich eine Shisha angemacht. Mhm. Digga, ich habe einen Schub genommen, zwei Züge, ich hatte so Kopfschmerzen und so einen Hustanfall, dann habe ich direkt aufgehört. Alter, krass, ich bin auch kein Fan von Shisha. Nee, ich auch nicht. Früher so als Jugendlicher immer voll viel gemacht irgendwie, aber mittlerweile gar nicht mehr, Digga. Alter, das ist so, also ich finde das so, also das ist so unfassbar hart. Der pure Tabak. Das knallt schon gut, ne? Habt ihr mal Ott in die Shisha reingepackt? Ja. Nein, ich meine nein. Ich meine, ja klar. Scheiße, egal, das Ding ist durch. Ja, hab ich. Ja, ist aber Quatsch, ist ja voll die Verschwendung. Also da kommt ja gar nichts durch, Digga. Man denkt, oh, das knallt, Bro. Quatsch. Genauso wie Shisha mit Wodka oder sowas, Digga. Ich glaube, das Einzige, was funktioniert, ist, wenn du so einen richtig dicken Klumpen von Dings reintust. So, Peace. Ja, so ein Peace. Revi labert Scheiße. Als der jugendlich war, gab es noch keine Shisha. Was machst du? Okay, was Digga. Sagst du dazu? Bro, ja, Alter, Bro, denkt, ich komme aus 18. Jahrhundert, Dampfmaschinen oder was? Alter. Hey, früher, Digga, früher, wir haben aus einer normalen Pfeife geraucht. Tut mir leid, Junge. Digga. Revi hat damals Minecraft in Schwarz-Weiß gespielt, glaube ich. Bro, ich musste mir Monocle noch zurechtrücken damals, Digga. Er denkt, ich komme aus 1840. Holy shit, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße ist das. Revi, wie alt bist denn du? 8000 Jahre bin ich alt. Na, jetzt mal 30. Ey, 30. Aber 30? Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Ich hätte dich älter geschätzt. Halt's Maul, Digga, ich seh doch nicht drauf. Digga, die Digga, meisten lieber, Leute sagen lieber immer 23. So. Nicht, weil du lieber 30 und aussehen wie Revi, als mit 21 in roher Haut schon eine Identitätskrise durchleben zu müssen. Ehrlich, Digga, no joke, Rohat, Bro. Du bist fucking shit so. Hä, warte mal. Jungs, was sollen die? Also, ich habe, das war eher positiv gemeint. Ich dachte älter, weil du schon so lange im Game bist. Ja, ist klar, Alter. Checkst du? Nee, Bro, ist beleidigend gewesen. Ich werde mich bei Twitch melden. Scheiß auf Twitch. Digga, Marc Eggers und Knossi sind 38. Was? Ja, das ist insane. Wie kann Knossi nur 38 sein? Ehrlich, ne? Ehrlich jetzt, Bro. Also ich dachte Knossi ist zwischen 40 und 50. Also jetzt no front. Was? No ja. Front. Nein. Ich kann ahnen, warum man das so denkt. Weil er ist so... Weil er ist schon so... Familienvater-mäßig, checkst du? Familienvater, aufgedunsenes Gesicht, so, ne? Klar. So, diese lockere Bierbauch bei ihm. Max, du musst auch wirklich jetzt anfangen, mäßig mit so, ne? Also, mit so Haaren und so. Wenn du das nach hinten kämmst, Bro, ist ja vorbei, ne? Wo muss ich anfangen? Mit deinen Haaren, wenn du jetzt nicht nach hinten kämmst, die Haare zum Beispiel. Ja. Nicht, ne? Ja. Und dann sieht man die Stelle. Ja. Dann könnte man auch denken. 32, 33, ne? Ach so, okay.
Aber ich habe letztens mir den Bart abgemacht, da meinten alle, ich sehe aus wie 22. Ja, das habe ich auch letztens gemacht. Bei Gamescom, Digga, Leute haben mich nicht mal erkannt. Das war richtig gut. Ja. Aber vielleicht auch, weil ich dick Fell-Off bin. Guess, es kommt auch nochmal dazu. Hm, bist ja nicht. Ja. Ah, so, Fell-Off, okay. Es gibt, ja. Du bist Glow-Up, Fell-Off. Genau, genau. Also ich bin mäßig attraktiver geworden, content-wise beschissener, unsympathischer vom Ding her auch, weißt du? Alright. Na, das ist dumm. Das ist ein dummer Trade. Ich hätte es am liebsten, hätte ich so gemacht wie Chef Strobel, ich werde hässlicher und relevanter. Ah, nee, das wird nur hässlicher. Chef Strobel hatte leider auch, muss man einfach rein objektiv, also ich weiß nicht, ob du die erste Bilder von mir und Chef Strobel siehst. Ja, klar. Ja, nein, hatte er wirklich. Was hatte Chef Strobel? Ein Glow-Up. Was sagt ihr? Hatte ich ein Glow-Up? Digga, Bro, du hast für ein Glow-Up? Du bist 17, Alter, halt die Fresse. Ja, also du hast generell einen ganz guten Glow, würde ich sagen. Du musst halt mal länger als 3 Jahre erwachsen sein, damit man davon sprechen kann. Soll ich dich jetzt mit deinem 9-jährigen Ich vergleichen, oder was? Opfer. Also, Digga, ich bin 20 Jahre alt, alter Mann. Alter Mann, sagt der Digga. Digga, du bist so jung, da kann man noch nicht Glow-Up oder Glow-Down gehabt haben. So. Ich werde in 2 Wochen 21, alter Mann. Du bist der Jüngste in ganz Twitch Deutschland. Stimmt gar nicht. Alter, warum höre ich Hugo bei dir? Ja, der schreit die ganze Zeit. Hat der wieder. Was hat der denn? Was ist denn das? Der hat Probleme. Der hat Probleme mit seinen Stimmbändern. Tut mir so leid, Bro. Ich wünsche, ich könnte helfen, ne? Wie Probleme mit seinen Stimmbändern? Der kann nicht, der hat immer so. Der hat immer so einen langen noch so. Das ist dir so laut. Guck zu laut. Ich habe mal Hugo nachgemacht. Dass der sich so auflädt, so ganz komisch. Der hat da Schwierigkeiten, die zu kontrollieren. Ja, das stimmt. Da ist irgendwas, ne? Da ist was, ja, da ist was dran. Ey, Revi, guck mal in den Stream. Ich habe ein Geschenk für dich. Ach, Bro, ich sehe jetzt wahrscheinlich wieder 20 TNT oder sowas, Digga. Nein, guck mal. Sag, wenn du offen hast. Digga, wir sind so am Basteln. Ja, hab auf, Bruder. Ich hab auf, Bruder. Was denn? Das ist Toss. Rohat hat sich in die Hand geschissen. Rohat hat sich in die fucking Hand geschissen, damit er mir das zeigen kann. Das ist so geisteskrank. Das ist ja so geisteskrank. Rohat, ist das Code? Ja, ist kacke. Bro, bist du stolz darauf, dass du dir in die Hand geschissen hast? Ja. Ey, ich meinte doch noch, alles cool, wir können eine Gruppe gehen, solange sich hier keiner in die Hände scheißt. Hand scheißt, genau. So, und jetzt ist es wieder passiert. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe mit den Jungs, oder? Morgen joint Knossi Craft Attack. Nein, das stimmt nicht. Nein, war ein Witz, dein Sohn. Dass die Zeit wird kommen, ne? Bei Craft Attack 17 spielt Knossis Sohn mit. Hat Knossi Sohn, ne? Das wäre geil, wenn die YouTuber und Streamer-Szene so alt ist, dass die nächste Generation ist. So wie bei Schauspielern Will Smith und dann ist sein Sohn ein Schauspieler auf einmal auch mit dabei. Glaubst du, das passiert? Das passiert, Alter. Wessen Sohn ist am ältesten? Revi kriegt Drillinge und übernimmt ganz YouTube und Twitch Deutschland mit einem Zug. Bro, er hat einfach das Boot geskippt! Hey! Digga. Steig in das scheiß Boot jetzt ein. Danke. Oh nein. Uwe! Ich hab auf jeden Fall, ich hab einen Typen, den hab ich entdeckt, der ist 12 Jahre alt. Der wird jetzt Streamer. Oh, das ist geil, das auch mal wieder. Ich weiß gar nicht, warum die alle so alt sind, die ganzen Streamer. Wo sind Phoebe, die? Old Ass, oder? Mit 17, nee, jetzt Digga, vergleichsweise, outdated. Es gab, Digga, es war doch, YouTube wurde doch angeführt von 15-jährigen Revi, da warst du doch dabei. Longboard-Tour und sowas. Digga, ihr wart alle 15 gefühlt. Und jetzt sind alle 30 und es kommt keiner dazu, außer Phoebe und Rohat. WTF, wo sind denn die 15-Jährigen, die ultra-viral gehen? TikTok, I guess, oder? Ja, aber da schafft's keiner. Da schafft's keiner rüber aus der Szene auf Twitch oder YouTube? Nein, das ist auch schwer. Also, no joke, glaube TikTok. Wieso gucken die ganzen 14-Jährigen am liebsten irgendwelche 30-Jährigen, die zocken? Also, weißt du? Ja, warum guckt ihr nicht meine Generation? Bro, glaubst du, Rohat, du hast deinen Peak überschritten? Wie meinst du? Ja, so content-wise, so. Dein Arc ist so over schon. Nee, fängt das an.
Ehrlich jetzt, ja? Ja. Okay. Ja, weil sonst wäre das ja voll schnell gegangen, auch alles bei dir so. Dann wär, wenn jetzt schon over wäre, wäre cringe, sag ich ehrlich. Ja, true. Aber es gibt so... Neue Generation ist Absturz. Ja, es gibt so ein paar, die for real Absturz sind. Brauch keinen Namen nennen, Chat, weiß, wen ich meine so, aber... Eldos. Ja, aber als ob da alle Absturz sind. Es muss doch irgendeinen unterhaltsamen, lustigen 15-Jährigen geben, Alter. Das ist doch nicht so schwer, also nur einer. Ich würde ja liebsten den ganzen Tag hosten. Mir macht das voll Spaß, wenn da Leute so... so Newcomer und so sind. Aber ich hab einen, den hab ich, im, den hab ich auf dem Schirm. Ich sign okay, den. Ich schließe... Achso, oh nein, Rohat, mach sowas bitte nicht, Bro. Nicht no joke, fang bei... Nein. Fang bei sowas... Ich sag jetzt ernst, von meiner Opinion aus. Ich hab damals, hat mir Tomery, Alphastein, Evive, alle haben mir Prozente angeboten, mäßig, dass ich sie in Videos mit reinnehme. Ich habe nie einen Cent von irgendeinem genommen, weil ich finde, das gehört sich for real nicht. Das gehört sich einfach nicht, Digga. Chef Strobel zahlt mir im Monat 10.000 Euro, damit ich ihn einmal hoste und erwähne und mit ihm spiele. Bro, aber Chef Strobel ist no joke. Chef Strobel ist, keine Money, ist kein Moneypool, Digga, da verlierst du nur Geld mit. Firmen zahlen dafür, dass Chef Strobel ihre Sachen nicht trägt, Digga. Nee, ich muss sogar sagen, und das sage ich so, wie es ist, Chef Strobel ist so reichweitentechnisch, Reichweite verglichen mit seinem Einkommen, ist Chef Strobel der krasseste in der Szene. Der Typ hat Placements mit allem, der wird dauerhaft gebucht, der ist immer ausgebucht, der kriegt pro Placement 2, 3, 4, 5.000. Der ist von den durchschnittlichen Zuschaueranzahlen, was Chef Strobel verdient, kann in Deutschland Chef Strobel keinen das Wasser reichen. Der ist auf jeder Network-Feier, redet da mit allen CEOs, Mitarbeiterin. Kennt jeden. Ich weiß nicht, wie der das schläft macht. Immer mit diesen ganzen Agenturmitarbeiterinnen. Ja, nee, mit den Chefs. Es treffen sich wirklich CEOs mit Chef Strobel, gehen mit dem Essen und sowas. Dann gehen die 2-3 Stunden ins Hotelzimmer, auf einmal hat der einen Mordstil. Hä, Digga, ich verstehe es nicht! Nee, das natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich frage. Komm, wir fragen ihn mal. Chef Strobel? Alter, bin ich der einzige Brokey hier? Ja. Also, naja. Ja, gut. Naja, wir haben hier halt noch. Wie heißt er noch? Passt so. Sorry, Harvest Homie ist auch hier noch dabei. Harvest Homie, ja, jawohl. Das ist cool. Das ist. Ja, das ist top. Wie alt ist Fabo? 22. Digga, ich denke, das ist so die junge TikTok-Generation. Jetzt kommt hier mal ein 17-Jähriger her. Jetzt ist der auch schon wieder ein Rentner. Fabo ist sehr, sehr alt, ja. What the fuck, wie alt bist du? Ich bin 19. Ich glaube, du kannst vor dir ein Big Come-Up haben, wenn du endlich mal lernst, die Fresse zu halten. Ja, ich schweige seit 2 Stunden und höre über Geld zu. Ich kann nirgendwo mitreden. Ich höre nur zu. Und das ist geil, Digga. Und genau solche Ausbrüche braucht's von dir, Digga. Dann schreibt halt auf TikTok, oh mein Gott, er ist so relatable und so. Ja, ich hab seit einer Stunde nicht gecheckt, dass du überhaupt in der Gruppe drin bist. Ey, danke dir, Max. Man dachte, es wäre Gomme im Fullmute, ne? Und dann sagst du, der soll die Fresse halten, aber das ist auch witzig. Ich schwöre, was soll das? Ich werd wie ein Hund behandelt. Bro, hey. Du musst doch, guck mal, du weißt doch, wie es ist. Am Anfang geht man durch die Scheiße, bis man das Glück empfängt. So ist es okay. Doch. Okay, ja, dann mach ich das mal weiter. Dann redet mal weiter, ich halt mein Maul. Ne, du kannst jetzt zwischendurch kurz wiederkommen für ein paar lustige Jokes. Okay, ich schau einfach zu und dann steige ich einfach ein, wenn's passt. Richtig, einfach wenn's passt. Jupp. Hoffentlich ist der erste Einstieg so richtig unangenehm wie Schiff. Und so sehr Jokes. Spät auch so. Nee, Norex for real. Norex hat ein sehr gutes Gefühl für Humor. Ja, das merke ich schon. Also Norex ist wirklich jemand, der actually funny ist. Also das muss man ihm schon lassen. Ja, also vielen Dank, aber trotzdem. Also Rohat, wenn du jemanden sign willst, dann ihn. Sage ehrlich. Nee, ich bist so ein Mix Angst. Zwischen Fabo und Stegi irgendwie. Das kann schon funktionieren. Ja. Plus nicht so ugly wie Fabo. Oh. Ne? Ja, danke dir. Ne? Also das ist ja nicht schlimm. Unter Kollegen Fabo kann man das sagen. Vom Typ her auf jeden Fall hat Fabo was, finde ich. Ich sehe Fabo aber auch ein bisschen ähnlich. Oh, ich auch. Scheiße. Ja, ich seh aus wie ihren Kleinen. Oh. Was macht er dann? Das gar keinen Sinn. Nee, das ist Quatsch. Stimmt. So, ich sag euch jetzt mal, was ist. Ich muss es aber leise sagen, sonst rastet der mega aus. Ich habe Sebu 20 Subgifts geboten, dafür, dass er mir Prismarine Shards bringt. Er meinte, okay, kommt sofort. Der muss 1000 Blöcke im Nether zurücklegen. Und der
renne gerade 2,5 Stunden durch den Nether, 1000 Blöcke, um mir die zu bringen. Und immer wenn ich ihn frage, wann er kommt, ich will ihn gar nicht stressen, ich will es nur wissen, rastet er komplett aus. Und jetzt fragst du ihn wieder? Aber was wäre, wenn ich sie dir vor ihm bringe? Nein, das wäre zu krank. Ich frag ihn nochmal. Dann rastet er komplett aus. Digga. Sorry, du fett. Nein, Bro, wirklich. Ich rede gerade richtig gut über dich, Digga, und da machst du sowas. Also, als gemütet warst? Ja, wirklich jetzt, Digga. Ja, ich rede gar nicht mehr über dich, Digga. Vergesst den Namen von ihm, guck nicht seine Videos, egal. Yo, danke dir. Norex, in der Gruppe. Norex, machst du Main Minecraft? Ich bin momentan, klebe ich auf Minecraft, ja, aber ich bin auch so halb Variety. Hast du auch Aim? Ich hab sehr gutes Aim, ja. Ja, for real. Same. Ein Monster. CSGO habe ich Revi getragen. Ja. Oh. Hey, hat jemand Netherite für mich? Na. Wie viel brauchst du? Also 22. 22? Meinst du Scrap oder Ingots? Was heißt Scrap? Ja, das ist so. Damit craftest du das und die Ingots sind schon das Fertige. Scraps. Okay. Ich hab nur 2 Ingots. Ja, kann ich mir die leihen? Leihen oder willst du die tauschen? Tauschen. Ja, tauschen. Gegen was? Was hast du denn? Ich hab ein Totem. Ein Totem, okay. Ey, bist du nicht der Chicken Nuggets Guy? Oh, ja, das Digga, bin ich, das Max. Das bin ich, Max. Hab keine Ahnung, was das ist, hab so aus dem Chat vorgelesen, dachte nur, du freust dich. Willst du das mal angucken? Ach nein, Bro. Du musst mal loslassen jetzt, Digga, du bist viel mehr als das. Ja, ich schwöre, aber man muss das einmal durchgehen, weißt du? Du bist Kaufland-Bombe, so, weißt du? Ich bin, ja. Nee, soll irgendwie mal einen Link schicken oder so. Erzähl. Nee, also ich war 15 Jahre alt, ich saß in meinem Stuhl, hab in die Kamera geguckt. Und dann ist mir aufgefallen, dass in meinem Ofen noch Nuggets liegen seit 50 Minuten und normalerweise sollen die nur 20 Minuten rein. Das und bist dann du. Bin ich losgerannt. Den und Clip kenne ich sogar. Ja, das könnte man kennen, ja. Und ja, das war vor 5 Jahren. Na. Digga, das muss ja voll belastend sein, wenn die Leute dich auf der Straße treffen. Ich glaube, 2 von 3 sagen, dass deine Chicken Nuggets verbrannt sind. Ja, aber ich bin erstmal nicht so relevant, dass Leute mich auf der Straße erkennen. Ah, okay. Und man sieht mich, man hat mich ja nur so ganz kurz da gesehen und niemand erkennt mich auf der Straße ohne meinen Hintergrund und so. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie der Typ aussieht, wo seine Chicken Nuggets verbrennt. Der Typ, ja, der Typ. Max. Nee, ist ja so. Also ich hätte ist jetzt ja, Max ist immer noch ein Mensch, ne? Ich bin ein Mensch. Ja, wenn mich jetzt jemand fragt, ey, kennst du die Gefühle? Typen, wo die Nuggets verbrennen? Der Typ. Ja, wie sieht der aus? Oder keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht mal, welche Haarfarbe du hast. Ja. War ja auch irgend so eine 360p-Webcam. Also ist jetzt ja nicht so, dass du da jetzt... Hast recht. Aber geil. Cool, aber... Achso, hey, gegen was denn zu traden? No Reax. Ja? Hilf mal. Ich dir? Eisenspawner, zweite Farm funktioniert nicht. Warum? Keine Ahnung. Gleich. Wo bist du, Roard? Icke? Icke, ja. Dickerchen, ich bin im Nether. Am Suchen. Ich komm. Bist du auf der Decke? Nee, ich bin ganz unten. G-Time, bist du irgendwo hier? Sag mal kurz. Ich bin in der Base. Ich bin so bei 600 und Höhe 15. Und 100. Bin auf dem Weg. Ja, ich suche hier ein bisschen Netherite. Ah, ich kann dir helfen, wenn du willst. Bin mal Locher. Das ist korrekt. Wie lange spielst du schon Minecraft? 2013? Ja, wer bist denn du? Digga, da warst 19? Du. 19? Das ist sogar er ist sogar jünger als ich. Ich hab so Pocket Edition gespielt auf so einem Tablet. Und immer wenn das Tablet ausging, dann ist die Welt resettet worden, weil mein Vater nicht die Vollversion kaufen wollte. Mein Gott, wie krass. So habe ich gestartet. Ich habe Minecraft gestartet auf der PlayStation 4 vor 2013 oder so und da gab es nichts. Wir haben immer mit all den Kollegen Farmen versucht zu bauen oder es gab manchmal Redstone-Schaltungen, es gab nichts. Same. Also ich habe auch auf PlayStation mal gezockt. Aber
Da gab es wirklich nichts und habe ich aufgehört. Und wieder auf PC. Ne, Noreax. Yo. Kommst du mal vorbei, kicken. Ich kick gleich mal, war ich muss aber hier mal dem Rohard erstmal hier sein. Ich sag mal so, ich bin da nicht so drin in der Materie, bin ich da. Ja, dann komm ich immer bei dir vorbei. Aber ich hab da ein paar Probleme mit, weil die Eisenfarm, die will ich mal hoch, weißt du? Ja, die will ich arbeiten, wa? Die faule Sau, voller Schwede. Ja, genau. Ey, wie machst du heute noch was gegen die Piraten? Ja, ich denke mal, wir werden heute Klim enthaupten. Lass alle Piraten töten! Ja. Nur noch ein Schinken gemacht, falls ihr noch in-game. Oh, warte mal. Oh. Es gibt auch eine Abkürzung zu den Revi, ne? Haben die Portal? Ich habe einen Weg gebaut. Die haben gesagt, ich soll den Revi nicht verraten. Aber da Revi einer meiner längsten Freunde ist. Danke. So will ich das hören. Halte ich natürlich zu Revi. Ja, Kevin, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Den würde ich mir gerne reinziehen, tatsächlich. Können wir da wirklich einen Überfall starten? Überfall, alles in die Luft sprengen. Excellent Chat. Nudelaufen nur auf mit Schinken gemacht, falls jemand Bock hat. Ey, also, ich habe vorhin mit Exe geredet, Jungs. Jo. Ja, und? Der hat mir erzählt, jetzt geisteskranke Story, er hat sich mal Nudelauflauf gemacht. Mhm. Und mit Hähnchen. Oha, what the fuck, das ist crazy. Er übertreibt. Nee, warte, Digga, das kann nicht sein. Nudelauflauf mit Hähnchen, das hat er dann rausgenommen, hat gesehen, dass es roh war. Saß aber schon an seinem Platz und dachte sich, und er war so faul, wollte nicht zurücklaufen, um es wieder in den Ofen zu tun. Er hat es einfach roh gegessen und hatte eine Lebensmittelvergiftung. Zack, Salmonellen. Digga, das schmeckt doch auch gar nicht roh. Boah, rohes Hähnchen ist nicht gut. Digga, er war einfach zu verfickt nochmal. Er war zu faul, aufzustehen und uns wieder in den Ofen zu packen. Er hat einfach durchgezogen und gegessen. Roh. Wie ein Mann. Das ist krank. Das ist heftig. Das ist, also. Hähnchen ist schon ekelhaft. Würdet ihr ein rohes Stück Rindfleisch essen? So ein richtig geiles Filet? So richtig. Oh. Kennt ihr das auf TikTok, wo der eine das immer isst? Ja. Das aber Bro, warte mal, ich esse doch auch Tartar. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich würde das echt roh essen oder Carpaccio. Ja, was ist Tartar? Ist das so ein reichen Ding? Na genau, das wirst du nicht kennen, da bist du leider zu arm für. Nee, was ist das? Das ist so die reiche Version von Matt. Ehrlich? Ist das die reiche Version von Matt? Ja, so ungefähr. Aus was wird das gemacht? Digga, Matt ist die größte Scheiße der Welt auch, ne? Ja, ich frühstücke ihn mal. Nein, Bro, na. What for real, ich verstehe, dass du nicht ahnst wegen Schweinefleisch und sowas, dass du das halt nicht isst, weil es ja meistens Schweinemett so. Gibt doch auch von Rind. Aber Bro, no joke, ein Zwiebelmettbrötchen mit Rindermett, vertrau, Bruder, wirklich. Klar, man denkt so, rohes Fleisch, bisschen Wack-Shit, so wenn man das nicht gewöhnt ist. Digga, das ist wirklich Peak Deutschland, ehrlich, aber das ist krank lecker. Nicht alle werden fühlen so, aber ich sag dir ehrlich, ist schon nicht schlecht. Kann man sich schon mal ziehen, das Ding. Weiß ich nicht. Hast du schon mal probiert? Nein, ist doch Schwein. Nee, aber nein, Rind. Also mit Rind zum Beispiel auch als Rind. Aber das ist ja oder alles an Fleisch, was so einfach alles, jede Kacke zusammen. Nein, es gibt ja auch hochwertiges Rind da. Es gibt ja auch Tartar zum Beispiel. Gourmet-Taler, das ist Rinderfilet geschnetzelt, bisschen so mit Geschmack rein und dann das halt auf Full End, Alman. Hast du gewonnen. Das ist super, Alman, aber es ist ehrlich lecker, no joke. Also, Bro, so mag ich zum Beispiel. Ja, dann wirst du das auch fühlen. Dann wirst du das auch wahrscheinlich mögen. Hey, wie bin da, was muss ich tun? Ja, geht mal in der Farm. Ich glaube, die hat gerade funktioniert, aber ich brauche mal kurz deine Hilfe, was mit Zombies angeht. Vielleicht kannst du dann ein paar schon mal reinlocken in die Boote. Kann ich machen. Boah, wenn du aus dem Nether bist, haust du mich an. Ja, mag ich. Ja, bitte? Verstehst du, dass ich gerade die zweite Eisenfarm schon baue von meinen geplanten Vieren? Warum brauchst du so viel Eisen? Warum baust du so viel? Weil ich ganz viel traden muss mit den Villagern und wir dann unendlich Emeralds haben. Aber wir werden bald eine Raid-Farm, ne? Nee, völlig unnötig. Der zweite ist noch okay, oder? Ja, das kann man ja mit Schmieden traden, ne? Die Raid-Farm steht schon und wir haben, glaube ich, schon endlich Emeralds. Aber eure Raid-Farm, nicht die von unserer Gruppe. Ja, habt ihr eine? Ja, wir haben auf jeden Fall einen Tower hier. Warte mal, es gibt eine Emerald-Farm? Dann lohnt das, glaube ich, auch nicht. Ja. Gibt es, ja, bauen wir später. Ja, dann, also, ihr dürft euch ja bei mir bedienen, ich auch bei euch dann, oder? Kevin? Klar. Ist der Strube nicht mehr online? Ich glaub, der ist nach Hause gefahren, Max, so wie alle deine Freunde. Keiner will mehr mit dir. Flucht. Digga, du bist ein Mobber. Max, ich muss dir ehrlich sagen, du hast manchmal Mobbing-Vibes. Dass du Mobbing machst. Das muss ich dir jetzt ehrlich sagen, ja? Wie geht das genau? Mobbing?
Ja? Du machst halt einfach mit Leuten. Ich merke das auch. Kann man jemanden bomben, den man super gerne mag? Geht das überhaupt? Ja. Digga, also ich, also, wenn ihr wüsstet, wie ich mit meinen Kollegen rede, das ist, ja, man denkt, wir sind Ernstfeinde so. Aber das ist auch gut. Ich finde das gut. Ich auch. Das ist wichtig, dass man so miteinander redet. Das ist dann eine richtige Freundschaft. Ja, wirklich. Ja. Wo geht's hin, Revi? Ja, zur Farm? Zur zweiten. Okay, dann bau Farmer, ich mach mal. Wir waren ja gerade bei der Matt-Story, ne? Ja. Matt-Thematik. Da muss ich nochmal, viele haben es wahrscheinlich schon gehört, aber ich möchte es mir nochmal sehr wichtig. Chef Strobel hat ja genau wie ich seine Wurzeln in Clash Royale Spiel. Und da gibt es einen Creator-Code, den haben nur wenige. Mhm. Musst du halt jahrelang Clash gebracht haben, dass du da reinkommst. Und als das frisch rauskam, haben wir uns alle darauf beworben. Mhm. Und Chef Strobel wurde abgelehnt, obwohl eigentlich alle, weil er schon 5 Jahre dabei war, wurde abgelehnt. Die haben seinen YouTube-Kanal gecheckt, der verlinkt wurde, und da war gerade so der große Domian-Hype. Wo wir auch alle alten besten. Oh, 5 Kilometer die Folge, schlimm. Genau. Und da hat jemand bei Domian angerufen, der hat sich 60 Kilogramm gemischtes Hack gekauft. Also das sind wahrscheinlich so 60. Mein Lieblingspodcast. Und dann hat er sich also auf den Tisch aufgebreitet und eine Frau draus geformt, die Brüste und alles, und hat dann 60 Kilo Schweine und Rinderleichen gehäckselt, halt gefickt. Das Hack. Wie bitte? Der hat die 60 Kilogramm Matt gefickt. Er hatte Sex mit dem Matt-Haufen. Er hatte das Sex, genau. Ja, wer ist Chef Strobel? 50, 60... Chef Strobel hatte Sex mit dem Matt. Nein, jemand, der bei Domian angerufen hat. Ach so. Die rufen da an und beichten das. Also Chef Strobel hat den Code nicht bekommen, weil er Matt fickt. Nein, genau. Und dann hat Chef Strobel das halt auf die Folge, die es gehört hat, wir mega einen Lachkrampf hatten, bei YouTube hochgeladen. Und als Titel, er fickt 60 Kilogramm Schweine-Matt. Oh nein, und dann wurde er abgelehnt als Creator. Das ist der Grund. Da muss ich immer dran denken, wenn wir beim Thema Matt sind. Dass irgendein Random vor 20 Jahren 60 Kilo Matt gefickt hat und deswegen hat Chef Strobel seinen Creator-Code nicht bekommen. Das ist geil. Das ist doch immer eine gute Story. Ich hab ja gerade gesagt, Max. Ja? Ich meinst so, ja, mein Lieblingspodcast wegen gemischtes Hack, ne? Mhm. Und jemand hat geschrieben gerade, 60 Kilogramm gemischtes Hack in Frauenform ist auch mein Lieblingspodcast. Stell dir mal vor, du nennst deinen Podcast so. Oder halt glatzköpfig und stramm. Ja, das ist es. Baby, hast du einen Podcast? Nein. Also, du wolltest doch mal einen machen mit Marco. Ja, mit Marco Eggy. Ja, Digga, wir sind da noch. Ach, Bro, ich hab grad so viele Projekte, Mann. Das ist alles. Ich bin DJ, Leute, pass mal auf. Yo, Max, Bro, also wirklich, das Einzige, was du bis jetzt auf Bühne zustande gebracht hast, ist besoffen neben mir zu stehen und zweimal runterzufliegen von der Bühne. Mehr hast du bis jetzt nicht gerissen, was das angeht. Das war also, crazy, ich bitte dich. Alter. Du bist gerade gelobt. Ich hab dich gerade bei Stegis Interview. Ja? Was war nochmal die Frage in dem einen? Wer ist der gescheiterste Kollege, den du kennst? Nein. Welchen Musikgeschmack ich am wenigsten fühle? Also ich muss dir sagen, ich war ja beim Festival dabei und die Bühne, wo du warst, war leer. Das war keine Mainstage, das war so ein kleines Tor, kleine Bühne. Die war leer? Also am Anfang war sie leer. Dann bist du aufgetreten, am Anfang waren 50 Leute, am Ende waren da 2000 und das war irgendeine Stage in der Ecke. Die Leute sind abgegangen wie sonst was und haben das, was du gemacht hast, komplett gefeiert. Scheiß drauf, ob du Revi bist oder nicht. Du hast da einfach angefangen und eine halbe Stunde später waren da über 1000 Leute und sind abgegangen. Also das, was du machst, findet Anklang und wird gefeiert. Und das finde ich auch wiederum geil. Aber das ist ja schon richtig Hardcore. Das ist ja das Gegenteil von Mainstream. Was du machst. Ja, aber genau. Leute haben es gefühlt halt, ne? Ja, natürlich. Das finde ich halt gerade das Geile. Ja, sehr cool. Du hast dir eine Nische ausgesucht und kannst die unfassbar bedienen, dass du so viele Leute damit begeistern kannst, die gar nicht wissen, wer Revi ist. Weil die einfach genau diese Musik geil finden, und das hast du hinbekommen, aber das ist auch genau die Musik, die ich persönlich halt nur fühle, aber das ist ja in Ordnung, oder? Ja, voll. Ja, geil. Deswegen. Was machst du? Du machst Techno, ne? Ja. Ja, so Hardcore-Techno irgendwie. So dieses einfach so, du wartest eine Minute und dann bum bum bum. Nee, du spielst da schon auch, das ist schon noch so, das ist Hard- und Melodic-Techno teilweise, so Hard-Melodic-Techno und zwischendurch noch dann Hardcore und Uptempo am Ende und so, also schon sehr strukturiert so, aber es ist halt für Leute, die gar keinen Plan von der Mucke haben, so, die mehr so aus dem Hip-Hop zum Beispiel kommen. Völlige Überforderung. Also in der Szene so gerne gesehen, aber für Leute von außerhalb sehr schwer zu greifen einfach, glaube ich. Ich habe gerade so eine Serie gesehen mit dem FBI und so und
mit Folter und so eine Scheiße, ne, dabei so, klar, irgendwie so, kalter Krieg mäßig, mhm. Und da wurde jemand gefoltert mit so flackerndem Licht und immer wieder, wenn er einschläft, Wasser drauf und da lief Musik ultra laut, damit der nie zur Ruhe kommt und die Musik hätte von dir kommen können quasi auch. Weißt du, was ich meine? Das ist ja klar, also das ballert halt übertrieben. Ja, ich check das. Rohr ahnt so eine Musik ja gar nicht so. Nee. Er findet das doch eher witzig. Aber... Nee, weil, weißt du warum, Rivi? Ich find's halt heftig, wie man so... Die, also für mich ist es irgendwie immer dasselbe Prinzip. Du wartest eine Minute und dann kommt... Nee, das ist es überhaupt nicht. Aber Bro, du hast ja wirklich dann gar kein musikalisches Verständnis. Ja, gar keine Ahnung. Also, holy shit, Bro. Also, ich dachte immer, du bist. Genau was anderes erzählt. Wie kannst du so wenig Revi zuhören oder so unmusikalisch sein? Digga, Junge. Also, Bro, ich dachte immer, du hast ein bisschen Ahnung von Musik, aber das war ja ganz vorbei. Diese Musik, die Revi macht, hast du noch nie in deinem Leben gehört und du wusstest gar nicht, dass sowas existiert. Okay, sag mir mal, wie das heißt. Also, Bro, wenn ich jetzt gleich einen Link schicke, okay? Ja. Und ich geb dir, pass auf, warte. Ich schick dir einen Track, den ich gerade sehr fühle, okay? Okay. Warte, okay. Warte. Yo, what's poppin', ey, Max, ich bin da. Bist du echt da? Echt da? Ich bin da. Bist du in der Gruppe? Ich bin in der Gruppe, ja. Ah ja, man sieht da oben dieses kleines Emoji mit dem Schnauzer. Sehr gut, sehr gut. Ja, richtig. Aber ist das mit Lyrics? Nee, ne? Alter. Das kann gar keine Lyrics haben. Das hat teilweise schon Lyrics, doch. Boah, pass auf, ich pack den hier einfach so rein, Vocals, okay? Vocals, oder was? Ja, so Vocal-Fetzen teilweise, der jetzt nicht so sehr Vocal lässt, aber es kommt, Bro, ich spiele halt eine Mischung aus verschiedenen elektronischen Genres, das ist halt... Da fehlt einer, Sibu. Okay. Hast du geschickt? Ja. Okay, wir ballern uns jetzt Revi seinen Track. Ist von dir produziert? Nein, nein. Ah, okay. Okay, ein, den du fühlst. Wo hast du geschickt? Bei Craftstick, also im Chat. Info oder Regeln? Oder was? Bei. Wo, welchen Channel? Wo hast du reingeschickt? Digga, im Chat einfach, im Chat. Drück T. Ach so. Minecraft. Da kann ich einfach auf den Link gehen oder was? Okay, Chat, ich mach auch an. Er hat einfach in Minecraft. Ey, aber Revi, jetzt schick ihm mal wirklich, schick ihm jetzt nicht so dein Lieblingsding, sondern schick ihm mal so wirklich so ein Hardcore-Ding. Ja, das ist Hardcore. Ey, Bro, okay. Du hast mit. Der Link funktioniert nicht. Hä? Der Link geht nicht. Okay, warte, ich schick dir bei Discord. Das wäre jetzt Hardcore eher. Okay. Spotify öffnen. Okay. Ja, Revi? Warte kurz, warte kurz.
Ja. Ist crazy auf jeden Fall. Redet ihr noch über den Song? Ja. Oh, ich hab halt auch. Ich hab gar keine Ahnung von so Musik-Shit. Und habt ihr es euch angehört? Ja, ich hab's mir angehört. Und das ist schon krass, oder? Also, ich krieg Kopfschmerzen, glaube ich, wenn ich zwei Songs auf einmal höre. Ja, das ist ja dafür gemacht. Also, dass du halt komplett. Aber das ist ja, also. Das ist ja gerade das Geile, das kann ja das kannst du derbe ist. Weiß nicht. Wer, also, ich frag mich dann immer so, wer steht morgens auf, steigt in seinen Bus ein, macht Kopfhörer rein, fährt zur Schule und macht so eine Musik an? Doch, doch. Opium auf die Eins. Richtig viele Leute, die das feiern. Echt? Mhm. Krass, Alter, ja? Das ist ja geist, also. Heftig, ne? Aber ja, ist ja klar, guck mal, was ist denn hier? Was wird ja alles Mögliche so? Also, es gibt ja verrückt viele Musikrichtungen. Ich check auch, warum man bei meinem Musikgeschmack sagt, das ist kacke. Aber das war doch auch wieder so aufgebaut. Dann kam so ein Drop und dann ging es wieder ab. Bei dem Song. Ja. Dance, da 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 move. Bin in the bank, in the bank, in the boo. Woo, in the bank, in the boo. Max? Ja. Falls Stegi dich fragt, wer als nächstes beim Experian anfängt zu arbeiten, kannst ja. du dann nicht meinen Namen sagen? Nee, hab ich gar nicht. Ich kannte dich doch bis eben gar nicht. Okay. Ah, hat er dich das gefragt? Ich hatte schon Interview, ja, ja. Oh, okay, gut. Weil gerade sind die, steht schlecht für mich. Nee, da, also beim Experian war doch so angespielt, die hatten mal was Großes und dann nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Nee, nee, der Gag ist da so, weil da so YouTuber arbeiten, die nicht mehr YouTuber sind, also viele. Genau, genau, genau. Meine ich ja. Ich glaube, mich erwischst du wirklich als nächstes. Ach so, sag doch was. Mich holt's. Jetzt fehlt mir doch tatsächlich Dirt. Brauchst du Dirt? Eine Doppelkiste? Nee, nee, hab selber okay. Doch schon gefarmt. Ich hab zwei Doppelkisten Erde rangeholt für Spark und jetzt verbaue ich die komplett selber. What the fuck? Digga, diese Musik hätte ich eigentlich hören sollen zu meinem Dings-Outfit, wo ich meine spitzen Haare hatte. Ja. Du bist ja gestört. Ist nicht Techno, so voll die, also, so Techno-Partys, das ist so voll. Hey Roland, was wolltest du sagen, Bro? Ja, so. Ja, schiebt. Was soll ich sagen, schiebt. Das war aber jetzt mehr halt. Ich bin dafür da, dass es schiebt. Also, weißt du, was ich meine? Es war jetzt kein Techno, sondern mehr so. Hardstyle, eher so Hardcore, würde ich sogar sagen. Aber auch da wieder, ne, Bro? Leute hängen sich dann darauf auf in der Definition und sagen, ja, für mich ist es eher das und das, Bro. Keiner hat nach deiner Meinung gefragt, juckt. Boom. 1-0 für Revi. Hallo? Es gibt immer so Experten, weißt du, die dann so meinen, so, sie müssten das jetzt irgendwie einkategorisieren. Irgendwo einordnen. So. Bro, ich spiele auch in meinen Sets teilweise, ich hab aufs SMS habe ich ein Set gespielt, das bestand aus fucking Tech, das ist so eine Ostrichtung, kommt mehr so aus Ostdeutschland, Drum and Bass, Abtempo und Hardstyle und Hardcore, so, das ist, weißt du, also juckt mich nicht, solange es halt irgendwie gut funktioniert und die Crowd es fühlt, ich will mich da halt nicht irgendwie so mäßig labeln, ahnst du? Sondern einfach machen, wie ich Bock hab. Check ich. Ich ahn's mehr. Ja, ist crazy Musik, ist halt nicht so meine Richtung, ne? Aber kann der noch kommen? Nee, niemals. Okay. Ich hab in meinem Leben. Wie lange braucht ihr meine Arbeitskraft noch? Was? Wer bist denn du? Wer ist das? Späßchen.
Ihr habt mir Marcel geklaut. Ich brauch den irgendwann wieder. Wie viel Sand hat der schon gefarmt? Max, kannst du so ein Berichtsheft machen, dass ich gut gearbeitet habe bei dir und dass der hat gut gefarmt. Der hat gut gefarmt. Ja? War schnell, zuversichtlich. Ja. Hat abgeliefert. Doch, auf jeden Fall. Dann kriegt er vielleicht bald eine Gehaltserhöhung. Ja. Ach, du bist so quasi sein Chef, oder was? Er ist richtig, mein Chef. Richtig. Du alle Beteiligungen daran? Er nimmt 50% meiner Twitch-Einnahmen und alles andere, ja. Crazy, geil. Kriegst du dann auch einen Sub ab? Nee. Muss er dir klar geben, genau. Den gibt er mir dann. Ich geb dir nachher 20. Geil, okay. Was brauchst du, Heiko? Nee, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass ich dann die nächste Aufgabe für dich habe, wenn du fertig bist da. Ich bin schon lange fertig, hab Kapazitäten. Okay. Dann komm bei Gelegenheit mal wieder rum irgendwann. Ich bin auf dem Weg, ich freue mich so sehr auf dich. Top Sache, bis später, viel Spaß noch. Dankeschön. Alter, ihr redet echt wie zwei Familienväter. Noriax. Das ist eine Rolle, weißt du? Ich spiele eine Rolle, weißt du? Hey, Norris. So, Revi, wie redest du? Single Boy. Yo, einsam. Kein Riss habe ich, ja, ne Wolf. Ja, kannst du mir jetzt mal mit den Zombies eigentlich, also du hast ja gesagt, aber du hast ja nichts, ne? Mann, genau. Du scheiß Zombie, Digga. Du baust eine Eisenfarm für was, es bringt nichts mehr. Wir haben doch unendlich Emeralds. Bro, du ahnst doch gar nicht, vielleicht brauche ich Eisen als Baublock, bist du dumm? Du hast 8 Eisenfarmen und willst nochmal 8 bauen. Okay, die ist jetzt fertig. Soll ich sie wieder kaputt machen oder was, damit du die Fresse hältst? Was willst du von mir? Digga, du musst dich einfach nur eine halbe Stunde auf Köln stellen, dann hast du unendlich Eisen. Hol doch diesen scheiß Zombie einfach für mein Gewissen da rein. Aber ich bin so weit weg und ich muss jetzt zu Heiko. Du weißt doch gerade hier. Ja, aber ich bin am Rotieren, ich bin flinker Bursche, weißt du? Vergesst alles, was ich über Norax gesagt habe, Digga. Biggest Fail of 2021. Ja, wenn ich oben war, kann doch nicht fallen, weißt du, so ist das. Also ich kann das gleich machen, in so einer Stunde oder so. Jo, Digga, in einer Stunde, Bro. Halbe Stunde. Aber wenn du jetzt sagst 10 Subs, bin ich natürlich direkt da. Also, Bro. Oh mein Gott, also. Er ist eine käufliche Bitch, oder was? Ich bin eine kleine, verdammte Bitch, ja. In-game, das. Er ist einfach wieder fulminiert gegangen. Trimax, was soll das eigentlich hier mit deinem Pay-to-Win eigentlich? Ich mag das, ich finde das richtig toll. Dass er die Leute hier so, dass du sagst, die Leute sollen die 2 Stacks voll mit Sand machen und du gibst nicht Subs. Ich finde das extrem geil. Mich freut das auch so. Das ist ultra krass, da haben alle was von. Ich brauche nur so ein paar Materialien zum Anhauen meiner Farmen, damit unsere Allianz wieder die reichste vom Server wird. Wir werden alles besitzen. Du brauchst Prismarin, du brauchst Diamonds, du brauchst Netherite, du brauchst Buch, du brauchst Mending, du brauchst Holz, du brauchst Eisen, Redstone, Glowstone, Emerald, egal was du hast, wir haben immer am meisten davon auf dem Server. Frage, Max? Ja? Kann man also für so eine Kiste Sand, kann man da eine Rechnung schreiben? Also, einfach mal so gefragt, so, weißt du? Tatsächlich ja. Wir wollen ja Amazon beide nicht reicher machen, oder? Safe. Okay, dann machen wir den nächsten Deal so. Ey, gerne, ist sogar noch besser. Das ist wirklich noch besser. Das schmeckt. Für mich auf jeden Fall. Für mich auch. Stimmt. Digga, schreibst du in den Real Life eine Rechnung, weil du eine verschickte Kiste Sand dahin getan hast? Ich mach Geschäfte. Ich bin hier so am Kratzen. Ich muss hier meinen Mindestlohn zusammen kratzen. Ich mach alles. Alleine für den Moment, dass der Steuerberater fragt, was ist das hier? Craft Attack 11? Ja, eine Kiste Sand. Genau den Moment. Ist das geschäftlich oder privat? Ja, das ist geschäftlich. Das war ein Craft Attack. Das ist doch saugeil, oder? Da hat ein Streamer für mich eine Doppelkiste Sand gefahren. Das war wichtig fürs Projekt. Ja, das ist eh toll. Und ich sag sogar, es hat noch nie jemand in Deutschland eine Doppelkiste Sand abgesetzt von der Steuer. Also, Bro, ich habe meine Netherite-Rüstung in den letzten Jahren immer abgesetzt, wenn das zählt. Okay, das ist krass. Mhm. Okay, aber ich bin erstmal weg. Wir hören uns später. Oh, hä, was? Bro, du Digga, du bist so ein Snitch, Digga. Digga, ich muss kurz zu Heiko. Du musst dich nicht wundern, Digga, wenn du zur Adoption freigegeben wirst. Bin ich schon 3-mal. Ja, dann ab dafür, raus. Ah, okay, sorry. Schlimmer Typ, wirklich. Häng nicht mehr mit dem, bitte. Achso, Revi, weil du gesagt hast, kann ja noch werden. Wann hast denn du angefangen, die Mucke zu hören? Also, Bro, bei mir ist halt nochmal different, weil mein Dad früher auch Techno aufgelegt hat, seitdem ich 6 bin. So. Aber ich bin auch mit Oldschool-Hip-Hop groß geworden und so Sachen, weißt du? Also, ich höre halt wirklich fast alles. Ich kann mir auch Metal richtig gut reinziehen und so. Ich glaube, das Einzige, was ich for real
wirklich nicht ehrlich fühle, sind so Dancehall-Geschichten und so, Afro-Trap und sowas. Da fuckt mich dieser Dreivierteltakt, dieses tick, 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 das kann ich irgendwie nicht. Das ist irgendwie, so, ich bin sofort to the floor, ahnst du? So, keine Ahnung, irgendwas irgendwie, aber so Hip-Hop und sowas auch alles. Das sind so random Begriffe, ja. Ja, check ich, check ich, check ich. Schlager? Schlager, mäßig, drunk. Also da muss aber wirklich was getrunken sein für, sonst tut's da weh. Also Max kann sich auch bestimmt keinen Schlager einfach so reinziehen. Nee. Max hört doch gar keine Musik. Mittlerweile schon. Ich hab Max schon ein paar Mal ein paar Oldies, ne? So ein paar Oldies, da ist er schon am Start. 80er, 90er nach ein paar Bier ist doch, das gibt's doch keiner, der Nein sagt, oder? Na, rohrt schon. Boah, was? Nein. Ich höre sowas gar nicht. Ich würde voll real fühlen, wenn du mal komplett... And Fire ist doch... Ja, Digga, no vorbei, joke. Digga. Oder der World Song. Boah, das hast du keine Ahnung. Sunrise, Digga. Also, ich bin auch nicht 40, Jungs. Nee, das ist doch scheißegal. Das hat nichts damit zu tun. Das sind die 80er, Digga. Das war 20 Jahre vor unserer Geburt. Das findet jeder geil. Fucking so Age-Shaming immer. Kranke 80er. Ja, ich weiß nicht, ich höre irgendwie nur Hip-Hop. Hat Trimax wieder seine scheiß Kaktusfarm gemacht? Noch nicht, aber ich glaube, er ist dran. Die baut gerade langsam. Alle F rein, alle F rein. Was passiert? Powerplatte ist. Oh, ne, warte, so, warte, ja, warte, Digga. Warte. Warte, fuck, warte, was? Ist er runtergefallen? Musst du nochmal korrigieren. Nein, Roat ist nicht so der 0815 Modus Mio Grinder. Das kann Roat gar nicht. Nee. Roat hat schon einen speziellen Geschmack im Hip-Hop, also einen etwas einzigartigen, würde ich sagen, so. Aber Bro, also so, Cardi zum Beispiel, ne? Ist ja dein Favorite Artist so, ne? Mit, ja. Ja. Er hat ja schon auch viele technoide Elemente in seinen Produktionen. Ne? Ja. Aus Producer-Sicht jetzt. Hollow Red. Ja, genau. Ne? Aber das fühlst du dann wieder, aber weil halt darauf halt ein durchgehender halt Flow ist wahrscheinlich. Also, ne? Halt genau. Ja. Verstehe ich, okay. Ist dir bei Hip-Hop textlich sicher oder wichtig oder eher so Flow? Flow, I guess, ne? Ja. Text interessiert mich eigentlich nicht so viel. Also das heißt, so mit Tyler, the Creator oder Kendrick kannst du nicht so viel anfangen dann? Doch, Tyler, the Creator finde ich gut, Kendrick auch. Mhm. Aber die weil da ist auch, ja, da ist ja, das ist Sound. Aber zum Beispiel... Voll. Gib mir... Ich könnte jetzt ein Beispiel sagen... J. Cole, ja. Hör ich nicht so viel. Textlich aber halt sehr krass natürlich. Ja, ne? Natürlich, aber es ist halt nicht so meins. Mhm. Okay, verstehe ich aber. Revi, du Wichser. Bro, einmal ohne Beleidigung nochmal reinkommen, neu machen. Hi. Hi, Stegi, gut gemacht. Oh, wie geht's hier? Revi, was geht ab? Na, alles gut, mein Freund. Wo bist du? Ich bin gerade bei meiner Iron Farm, weißt du? Kannst du mir die Koordinaten geben, bitte? Hab dir doch gestern schon mal geschrieben, wo ich wohne, mein Hase beim Basen. Hab aber vergessen. Ich war da noch nie. Bin auf dem Weg. Du kannst durch Nether kommen auch. Oh, hier auf der Oberfläche? Ja. Ja, okay. Wie mein Hase, mein Baser, Digga. Ja, so nennen wir uns nun mal. Wir haben kleine Kosenamen füreinander. Real? Ja. Das ist crazy. Muss man haben. Im Darkroom sieht man sich nicht und da kann man nur nach Stimme gehen. Und wenn man dann den Kosenamen ruft, dann erkennt man sich. Magst du Six Leg? Ja, ne? Was? Six Leg. 6LACK. Auch so ein Rapper. Nee, kenn ich nicht. Okay. Max, ich glaube, Rumatra ist gerade dabei, einen Real Talk zu machen, warum er von der LAN nach Hause gefahren ist. Real? Es gibt schon mehrere Clips. Echt jetzt? Mhm. Bro, soll ich dich holen?
Der Stegi? Nee, ich gehe wie gesagt über Nether. Ich glaube, hast du zufällig die Nether-Koordinaten? Ja, warte, ich geh kurz zu deinem Portal hin, ich komm mich da holen. Ich weiß, was das ist. Ich bin auch nicht bei mir, aber okay, ja, dann sag bin gleich dann. Da. Ja, ja. Trimax?